Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2, Part Nummer 3. Mit dabei natürlich wieder der MH, der Standard-Mongo. Wir haben ja letztes Mal die Aussichtstürme erobert und da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wollen wir heute weitermachen. Und zwar hier. Dürfen wir uns nicht so auffällig verhalten, weil sonst werden wir wieder irgendwie festgehalten. Ah, wir können jetzt rennen. Servus. So, wir nehmen nämlich jetzt erst die Eroberungstürme ein und dann werden wir er klettert da hoch neben den Tonsenleiter. Werden wir dann die Missionen machen. Ich denke mal, ab und zu werden noch zwischendurch ein paar Nebenmissionen kommen. So, das sind wir schon drauf. Das geht ja fix. So, kurz was gucken. Was ist das hier? Codex-Seite. Ah, okay. Okay, das ist was? Rennen, okay. Das sind die übrigen Mongos, was ist das? Schnellreisestation, ah, okay. Alles klar. Wir werden natürlich die Codex-Seiten, werden wir uns holen. So, Karte aktualisiert. Würde ich sagen, holen wir jetzt die Codex-Seite. Medicus Maestro. Ach fuck, das ist ja in dem Haus da drin. Oh. Ihr, benehmt euch! Letzte Worte. Nein! Sind überlebt. Oh, 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 oh. Natürlich holen wir uns jetzt die Codex-Seite. Codex-Seite erhalten. So, hier befindet sich ein nächster Aussichtspunkt. Da werden wir hinflitzen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was die Codex-Seiten für einen Sinn haben, aber irgendwie brauchen wir die dann irgendwann mal. Glaube ich zumindest. Aber wenn nicht, holen wir uns trotzdem, weil dann können wir mal ein bisschen kämpfen zwischendurch. Oh, oh, oh. Noch ein Condottiere. Alter, wieso falle ich denn auf, Alter? So. 37 müsste dann der Aussichtsturm hier sein. Sorry, sorry. Habt ihr einen Moment, Sam? Einen Moment, ich würde gar mit euch reden. Wo ist der hin? Da steht er wieder. Steht er wie ein Idiot da rum, Alter. So, ein Aussichtsturm noch und dann geht's los.
mit der Mission. Haben alle so fein angezogen hier. Gibt's irgendwas umsonst? So, da hoch. Da hoch. Und dann da, der Aussichtsturm. Schnell hochklettern. Bloß von welcher Seite? Ach, von der Seite. Okay, alles klar. Hopp, 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 hopp. Und synchronisieren. Aktualisiert. Sehr schön. So, ich würde sagen, hier ist die Mission. Erinnerungsanfang. Und dann gehen wir dahin. Los geht's. Labernet. So, wir sind gleich da. Oh, oh, oh. Wir verhalten mich schon wieder zu auffällig. Platz zur Auditore. Datenbankzugang. Moment mal. Der kommt mir bekannt vor. Halt, Bürger! Anhalt, ihr da! Unter der Kapuze! Halt, Bürger! Giovanni Auditore ist unser Vater, denke ich mal. Reden. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass es ist untragbar, ich finde es unverantwortlich, aber es erinnert mich an mich selbst. Geil. Ein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Akzeptieren. So, den Brief überbringen. 103. Wir sind anscheinend wohlhabend, weil wir haben hier einen Auditoreplatz. Hüten Sie sich vor Ezios Feinden, den Pazzi. Wo sind die? Sorry. Wenn du mich gegen mich läufst, bist du selbst schuld. Müsste jetzt hier die Rede sein, ne? Das Fest von San Giovanni, unserer großen Stadt Ruhm und Freude schenken. Herr Rolde. Wo sind die denn, Alter? Ach, der ist auf der anderen Seite. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Müssen wir mal da hochklettern. Okay, da ist er. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo.
Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay. Zu Giovanni zurückkehren. Noch ein Söldner? Jo, wahrscheinlich bin ich ein Söldner, Alter. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzose. Sie scheinen sehr wohlhabend zu sein und dann auch noch so viele Feinde zu haben. Ist nicht gut. So, wir müssen jetzt da lang. Nutten! Wo kann ich das nochmal? Ah. Geld werfen. Was? Warum ist Geld raus? Großes Glück. Ich höre Geld. 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 Großes Glück. Geld. Münzen. Geld. Que buona fortuna. Geld. Que buona fortuna. Wir werfen mit den Fuffis im Club. Fuffis im Club. Fuffis im Club. Wir werfen mit den Fuffis im Club. Na, Spaß. So, nee, es gibt aber irgendwann mal eine Trophäe, die ich noch brauche. Da kann man, wenn man, glaube ich, 3 oder 4 Mal Geld wirft, eine Trophäe bekommen. Und die habe ich, glaube ich, noch nicht bei Assassin's Creed 2. Und von daher machen wir die gleich mit, ne? So. Schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst. Ah. Mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uber. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert. Wir werfen mit den Fuffis im Club. Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch 1-2 Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Schön. So, wir haben jetzt hier wieder mehrere. Einmal da, Kuriermission freigeschaltet, einmal da und was haben wir noch? Kuriermissionen sind jetzt verfügbar. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der nächsten Mission, oder? Das ist unsere Mutter, wir gehen mal hier hin. Aber wir machen erst mal die Kiste da hinten auf. Schöne Summen. Hey Claudia, wie geht's dir? Unsere Schwester. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Gerechte Strafe. Duccio aufspüren und bestrafen. Duccio oder Duccio, keine Ahnung, Alter. Duccio oder Duccio finden. Willst du Geld haben? Kriegst aber nichts. So, da, weiter. Ba-ba-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ra.
So, wir laufen auf einem großen Platz. Wie ist denn der, Alter? Ich bin jetzt einmal falsch rumgelaufen, was? Auch geil. Och, ich bin doch ein Mongo, ey. Ba, ba, da, ba, ba. Duccio! Wie wunderschön! Nur das Beste. Was eine fette Kuh im Gegensatz zu unserer Schwester, Alter. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Meinst du es ernst? Oh, ich hab die Falschen auf die Fresse gehauen. Aber wenn es dann ernst wird. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Das heißt jetzt bald. Basta, ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Senor, herzlich willkommen. Hier und überall sonst, wo Tyrannei herrscht. Schlägereimissionen sind jetzt verfügbar. So, würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Mission. Erstmal. Einen Freund verprügelt, so wie es gehört. Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Nein! Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Blubbernet. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Hä, wo ist er? Wo ist er dann? Wo ist er dann? Hä, wo ist er? Schwachkeppe. So, da ist wieder eine Schlägermission. Ja, was ist? Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Unser kleiner Bruder, oder was? Petruccios Geheimnis. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Alle Federn aufsammeln. Ja, geht er hoch.
So, da ist die nächste. So, jetzt gehen wir noch schnell zu ihm hin. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Fuck! So, interagieren. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten.